Intro, oder? Das ist der Mountainbike-Podcast Dirty Talk mit mir, Dario Linder. Und das mal zu Gast ist der Romano Bündner, U23 gefahren. Darf an die Olympischen Spiele gehen für Liechtenstein. Genau. Wie das dazu gekommen ist und ein Haufen mehr um ihn. Wir reden nicht nur über Olympia. Versprochen. Jetzt viel Spass zusammen. Das ist auch noch eins. Das ist gleich auf Sedeli. Ja, mir sieht es auch ähnlich aus. Wer schreibt schön? Zeig mal. Ich glaube, bei mir ist es nicht so. Ja, Gott, es ist ein Vergleich. Hey, danke vielmals, Romano. Dürfen wir schnell. Oder darf ich schnell? Bin ich allein. Für mich, ich bin schon Ewigkeiten nicht mehr die Chance, als ich es vorher gesagt habe. Ja. Wirklich, das letzte Mal. Ist nicht Mura in der Nähe? Ja, Mura ist 10 Minuten von da. Ja, eben. Bin ich mal noch das Kriterium gefahren. Das, ist das immer noch? Ja, ist immer noch. Bin ich da zurückgefahren. Natürlich. 1. Mai. Immer am 1. Ist immer am 1. Okay. Kriterium, ja, genau. Ich weiss, ich bin glaube auch in der ersten Runde nachher überrundet worden. Das ist eine hohe, kurze Runde. Ja, ist gerade etwa ein Kilometer. Ja. Ja, das 1. Mai-Kriterium ist... Also früher, weil ich schon gehört, dass da riesige Superstars mitgefahren. Ja, ja. Dann ist wirklich mal so etwas Riesiges gesehen früher und jetzt, ich meine, für mich fürs Training ist es auch perfekt, oder? Als Biker, um einen zusätzlichen Reiz holen oder eine zusätzliche Intensität auf der Straße. Und darum, nein, ist cool. Bin ich jedes Jahr zusammen. Du warst fest gewesen, Amix. Also ich bin es, glaube ich, etwa zweimal gefahren. Nein, so, ja. Cool. Liechtenstein ist ja eh noch so ein bisschen, eigentlich so ein gümmerlicher Hochburg gewesen. Ja, ich habe gerade gestern jetzt hinsichtlich auf Paris einen Bericht gelesen, dass die haben, glaube ich, 10 Rennen fahren, die schon Olympisch sind. 9 oder 10. Wirklich? Ja, sind wirklich, sag jetzt mal, die meisten Sommersportler, so viele weiß, sind wirklich Velo- oder eben Rennvelofahrer. Ja. Das ist jetzt zwar schon ein paar Jahre her, aber. Ja, ich weiß, wir sind Amix, wenn wir retourgekommen sind auf dem Weg, sind wir beim Hermann Amix, der hat ja Colnago-Vertretung gehabt. Genau. Dann sind wir dort und haben das Schaufenster angeschaut, wie viele geile Göppel im Schaufenster hatten. Ja, aber das, ich weiß nicht, ob es da überhaupt noch gibt. Nein, der, also der, eben das Velogeschäft gibt es nicht mehr. Das hat ihn zutaten vor ein paar Jahren. Aber ich weiß nicht, ich bin ja dort zuerst meine andere erste Helm und so habe ich dort geholt. Ach schon? Mhm. Ist ja eben das Traditionsgeschäft gesehen. Ja. Bei uns im Land, eben auf dem Namen her natürlich. Als, eben als Athlet ist er super gesehen, Olympia gesehen und so. Und dann, ja, dann sind wir wirklich dort. Zuerst hier und raus, ja. Bist du direkt aufs Mountainbike oder bist du noch zuerst auf der Straße gefahren? Nein, ich bin eigentlich direkt aufs Mountainbike. Ja, ja, ich habe das erste Rennen, das ich gefahren bin, war ein Strassenrennen gesehen, aber einfach weil es ja, da die Schage war und dann ist es noch gefahren. Und dann, ja, nicht 2008 habe ich gewonnen. Und dann, eben, ist natürlich eine riesige Sache, da die Schage. Hast du noch nicht auch gewesen? Ja, da bin ich 4, 5 gestanden. Ja, ich war wirklich noch nicht angesehen. Und dann eben ist man da gefahren. Aber nein, angefangen zu fahren, weil Mama und Papa etwas gesucht haben, wo ich meine ganze Energie frei werde. Wir haben so viel Energie. Ja, früher schon gehabt, dann haben sie oft etwas gesucht, wo ich die Energie loswerden und zuschöpfen. Und dann haben sie den Radverein dort schon angefragt. Zuerst hat es geheißen, nein, eine Nation. Können wir noch nicht kommen, aber nachher haben sie mich aufgenommen. Und dann ja, habe ich mich dort so reingesteigert. Haben unsere Eltern das gleiche Problem gehabt? Wir haben sie auch das Velo geschickt. Oder einfach rausgeschickt. Und mittlerweile sind es mein allgemeinen Umfeld, wo sagt, so, da auch wieder mal raus, geh wieder mal. Das tut dir gut, ja. Ja. Hast du auch von Anfang an so die, weißt, die Verbindung mit Velofahren gehabt? Ich habe das als Junge extrem gehabt. Weißt du, das wirklich alles saugen, was mit Velo zu tun hat. Ich habe, weißt du, irgendein Velo, Velorenner Strasse. Alles Mögliche reinsaugen und auch Technik. Gut, bei dir ist es jetzt relativ nahe. Du hast ja noch eine Lehre gemacht als Velomecher, oder? Genau. Also hast du die Passion fürs Velofahren einfach extrem drin oder ist es mehr dann einfach so ein bisschen Mittel zum Zweck gewesen? Ja, also am Anfang habe ich es wirklich ich, extrem cool gefunden, um sich so schnell fortbewegen können. Ich meine, so als 4-5-Jähriger oder bist du noch nicht so ja, ja, ja. Und so. Ich habe es wirklich cool gefunden, dass man schnell auf dem Rheindamm und so umeinander fahren kann und dann natürlich auch im Wald und so. Und dann ja, das Gleiche mit den Kollegen, dass wir dort miteinander können, eben am Donnerstagabend 1,5 Stunden Velo fahren. Ja. Und dann ist, eben mit 9, 10 bist du noch nicht, beziehungsweise mit 4, 5 hat es noch nicht drin, ohne Ende gehen. Und dann ja, irgendwann hat man sich dann dort reingesteigert mit ja, noch mehr Rennen da bei uns im Liechtenstein oder dann ja, Ostschweizer Bike Cup und dann ja, EKZ Cup und Swiss Bike Cup. Ja. Wo ja. Sich einfach so reingesteigert hat. Aber jetzt am Anfang wirklich, dass der Gedanke, ja, ich mache so wäre eben wie ein
Ina, wie ein Mathe, ich möchte der Beste werden, ich möchte. Der Gedanke ist einfach überhaupt nicht da gewesen. Und mit der Velotechnik hat dich das fasziniert gehabt? Oder eben ist die Lehre. Eben, du, ich meine, es ist noch ein krasses Jahr wahrscheinlich für dich. Du hast jetzt gerade noch die Lehre abgeschlossen, oder? Im Frühling? Wirklich? Ja. Nice. Was hast du für Noten gehabt? Nein, ist egal. Das habe ich für Noten. Nice. Ich habe bestanden. Eben, das stimmt. Ich habe ein Woche Zeugnis nicht gekriegt. Geil. Aber nein, es ist gut. Ich bin zufrieden soweit. Und eben in Kombination mit dem Sport gleicht es sich extrem gut aus. Ich habe eine super Unterstützung vom Lehrbetrieb. Der Lehrbetrieb ist gerade dort drinnen. Das Wiener Weser Zweiradcenter. Ja. Und eben habe ich über die Straße gehen können, arbeiten und habe dort super Leute gehabt. Nicht Leute, die im Rennsport brutal rauskommen, aber doch eben im Velofahren und so, und noch ein bisschen mehr im ja, Gravity-Bereich und ein hoher cooler Austausch, die ganze Zeit so der, Ja. ja, so ein bisschen Freundschaft mit ihnen oder eben als Lehrmeister und als Chef. Und dann eben jetzt natürlich für das Velofahren mit der Mechanik aus dem Beruf ist super und als Velomech mit der Erfahrung als Athlet ist es super zum so die Inputs reinbringen. Und dann, ja, eben dort wirklich, als ich in die Lehre angefangen habe, habe ich schon gemerkt, das ist. Ja, es ist hure super. Ja, der hat vom Lehrbetrieb extrem Unterstützung gehabt, weißt jetzt in Sachen Training oder so, dass oder auch für Trainer. Ich meine, wenn du zum Teil jetzt ein Trainer gehst und sie sind nicht in der Schweiz, dann musst du schnell mal 3, 4 Tage frei haben. Ja, eben wirklich, als ich die Lehre angefangen habe, bin ich zuerst eben ein 3 Jahre Sportgymnasium. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass es nicht geht mit dem Sport, weil ich hauptsächlich ins Gymnasium gewechselt habe, um den Sport weitermachen, weil ich Ist zuerst das, wo bist du jetzt, Sportgymnasium? ins Vaduz, Also im ins Land. Gymnasium in Ja, Vaduz. ja, ja. Und ich bin eben zuerst in die Sportschule hier in Schand oben, im Ja. Kloster oben. Und das war wirklich super gewesen. Vom Sport her, eben schulisch hast du noch nicht gerade, ja, habe ich einfach gut mitmachen. Und dann im Gymnasium draussen habe ich schon gemerkt, ja, schulisch, so, ja, vom Wissen her muss man schon gut parat sein. Und dann eben habe ich irgendwann einfach gemerkt, dass das nicht mehr geht. Dann habe ich Ja. nach 3 Jahren dann das abgebrochen. Und ja, eben das mit der Lehre kann anfangen und Ja. das war wirklich super gewesen. Auch mit der ganzen Unterstützung vom Betrieb. Eben, ich habe wirklich Glück gehabt, habe ich die Unterstützung gehabt und haben sie so cool gefunden, haben sie so jemand und nicht nur ein, ja, als meistens wirklich 0815 E-Bike mittlerweile, oder? Das ist ein Ja, auf dem E-Bike. ja. Und dann als Junior brauchst du noch nicht so viel frei, aber dann eben, ich meine, letztes Jahr erst Euro 23 mit den ganzen Weltcups. Dort Ja. fehlst du im Januar, im Februar, dann hast du Rennen in der Schweiz und nachher hast du die ganzen Weltcups. Sommer bist du vielleicht noch da, aber dort gehst du auch wieder ins Trainingslager und Ja, und bist vielleicht einfach auch mal müde, das ja. zu schaffen, weißt du? Wenn jetzt irgendwas jetzt, ja, du hast ja dann vielleicht Prioritäten, zum Teil noch ein bisschen anders zu schieben, weißt du, das Trainieren, das Rennenfahren fast noch wichtiger ist wahrscheinlich als der Job oder die Ausbildung, weißt du? Ja, es ist schon Also. so. Also jetzt vor allem, wenn man so, am meisten jetzt gemerkt, wenn man so nach einer Woche Trainingslager zurückkommt. Ja. Ich denke sich, geil, Profi ist schon geil. Eine ganze Woche nur trainieren, Ja. 10 Tage. Und nachher gehst du ins Geschäft und dann merkst du schon wieder so nach 1, 2 Tagen, so, es tut schon huere gut. Ja. So ich in meinem Alter oder eben vor 1, 2 Jahren, wenn ich dort Profi gewesen wäre, ja, schaust du halt nur den Knochen, wenn du auf dem Velo bist, oder? Weil ich meine, du fühlst den Rest vom Alltag nicht wie ein absoluter Profi mit, ja, mit Medien- und Sponsorentermin, wenn du auf dem Velo hockst, oder? Ja. Und nein, eben darum war es wirklich super gewesen mit der Lehre, dass ich dort das also so können machen konnte. Und ich werde jetzt nach der Lehre ja, noch weiterarbeiten, dass ich dort Also ja, dann machst du besser einen kann. Teil jetzt beim Velowesen, wo du noch weiter schaffst. Ja, genau. Und einfach weniger Prozent. Ja, ich werde noch 20% jetzt arbeiten. Das ist ein Tag in der Woche. Ja, ist ein Tag, den ich auf 2 Halbtage verteilen werde. Oh, geil. Und ja, eben also so habe ich wieder die Unterstützung von ihnen. Es ist, ja, darum ist es wirklich super Ja. und Ja, hast auch einen gut, guten super. Batzen, der einfach mal drinnen ist, weil momentan wirst du wahrscheinlich noch nicht so viel verdienen. Was ich sehe, du bist jetzt noch beim, warte jetzt schnell, LOC heisst es, gell? Ja, Das im Liechtensteinische Olympischen Olympische Komitee. Komitee, hast eine Anstellung gekriegt. Muss man sich das so vorstellen, wie, weißt du, wenn du in der Schweiz Spitzensport RS machst oder so? Oder wie? Ja, also die Überlegung ist. Tschüss! Bis nachher! Ja, Bis in bis 4 Stunden! der Weg findest. Ciao, ciao. Ja, eben der Grundgedanke, wo das Ganze angefangen hat, ist schon etwa der mit der A oder wie das gleiche ihrer Spitzensport Ja. RS. Und jetzt hat sich's ein bisschen mehr auf das entwickelt. Ich habe das eine ist ja wirklich ein fixer Lohn im Monat. Und dann habe ich auch noch die ganzen Sozialversicherungen. Wo über sie kannst du abrechnen. Genau, Ja. ja. Eben, ich bin jetzt bei Ihnen angestellt. Ja. Ja, Und du musst keine Firma gründen oder irgendwas. Ja, genau. genau, dann ist Ja. eben wie das weniger. Und Ja. ja, das ist für mich ein weiterer Schritt. Als ich letztes Mal die Anstellung gekriegt habe, bin ich
bin ich zwar noch leer gewesen. Es ist eine 50% Anstellung, aber es ist gegangen, weil ich einen 50% Lehrvertrag hatte, ja, dass ich das Ganze mit den, ja, ja, mit den Minusstunden so gut handeln kann. Ja. Und eben, dann habe ich von dem her ein 100% Pensum gehabt, aber jetzt, wo ich ja nur noch 20% angestellt bin und wirklich ja, schon der Hauptfokus im Sport ist, ist es super, dass du den Gedanken nicht hast, sondern das, ja, heisst, du bist dort ja, ein Teil vom Bürokram machen die eben, indem das, ja, das schon abdeckt, ja, ist. Und ja, es ist auch von der Existenz her, musst du dir so nicht mehr Gedanken machen. Du musst aber nicht grosse, also eben Gegenleistung musst du keine bringen. Der Anstellungsvertrag ist wirklich so, dass du angestellt bist zum Sporttrieb. Ja, meine Gegenleistung ist eigentlich das Land vertreten, der, ja, sei es jetzt bei mir an den Weltcups oder EM, BM, ja, ja, immer wenn ich eigentlich Sport mache, oder? Ja. Ja, ja, eben, also du bist halt Sportler angestellt, das ist wie Bundeswehr in Deutschland und dann ist in Italien, ist gerade bei, ja, da war ich, Jäger sind es gewesen. Ja. Und, ich weiss, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, 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 das ist genau so, ja, ja, ja. Und eben ist, ja, ist super, der fixe Lohn, den du hast, ist, ja, es nimmt einem einfach einen gewissen Druck, ja, weg, wo man es raus, ja, ja, mit den Sponsoren und so, oder? Weil eben, es ist natürlich immer da, vor allem jetzt gerade in meiner Situation, wenn du Lehre fertig hast, wenn du nicht weißt, was machst du in Zukunft, ja, hast du genug Geld vom Sport, dass du, ja, das mehr auf den Sport setzen kannst und so. Und dann eben, so ist es natürlich super, ja, dass ich so habe. Hast du darum, ich habe das Gefühl, du hast recht Geduld mit deiner sportlichen Karriere, die du machst. Weißt, momentan bist du gerade in den schwierigsten Jahren, finde ich, wenn man Mountainbike anschaut. U19 vorbei, weißt, dann als ganz, ganz Junge nur 23 reinkommen. Und dann, also ich finde das die härteste Zeit. Weißt, wo man, ja, da gehst du einfach am Anfang, also da oft ist, du gehst du unten und durch und musst ja dann wissen, hey, fuck, noch mal irgendein kommt es wieder. Also, weißt, ja, es ist schon. Bei mir, also ich habe zwei sehr Junioren und dort Anfang Saison einen schweren Sturz gehabt, eigentlich. Das ist das in, nicht in Marseille. In Marseille, wo du dich auf Trends, also Faceplant gemacht hast, oder? Ja. Ja, das ist dort ziemlich gröber gewesen, einfach so. Eben, das ist nicht nichts mit den 10 Jahren zu tun, aber jetzt, ja, bist du so auf dem Sport. Das war noch Junior gewesen, und dort bist du ja konstant vorne drin. Dann bist du an der UC Series, dort bist du ja wirklich vorne drin bei den Junioren. Ja, ich bin dort ja, eben mit dem Nummer 1 der Weltrangliste, ja, gestartet und hatte natürlich auch dementsprechend grosse Ziele für das Jahr. Oder für mein letztes Juniorenjahr. Und dann ist das wirklich voll ins Wasser gehalten. Das war früher in der Saison, gell? Das war, glaube ich, so eine Vorsaisonrennen. Das war im März, gewesen. Ja. Das war eine Junior-Serie. Ja. 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 Und ja, wirklich zweiter Platz gelegen, letzte Runde, 300 Meter vor dem Ziel. Und dann wollte ich noch, ja, natürlich gewinnen, weil ich mit dem Eis gestartet bin. Dann ist es aber ja, eine unübersichtliche Bodenwelle gekommen, hat es mich ja, dort völlig geschnetzelt. Okay. Und ja, dort die Wochen und Monate danach sind schon ziemlich zäh gewesen. Sehr schwer schädliche Hirntrauma gehabt und mehrere Zähne verloren und so. Ja. Aber ja, eben das ist ein bisschen das eine, dann gesehen, zweites Jahr Junior und nachher erstes Jahr Junior ist schon, ob jetzt ein gutes Weg bist oder nicht, es ist. Erstes Jahr gut 23, meinst du? Erstes Jahr gut 23, ja. Ja. Es ist wirklich hart. Oder es ist. Ja, du hast es natürlich immer so ein bisschen die Winner-Mentality. So, oder eben aus dem Junior-Alter bin oder aus 17 bin, ja, ich auch zum Vorne starten. Habe gewusst, ja, eben so und so die Fahrer sind am Start. Und nachher kommst du zu 23, erste Weltcup im 95 gestartet und dann kriegst du erstmal den Fuß in die Fresse. Ja, voll. Ich meine, du musst ja nur mit überholen oder probierst zumindest und geht nicht, eine hohe Hand nach, ja, vorne. Wahrscheinlich zwischen denen aber Flöcke, die kaum Velo fahren können. Ja, es ist schon sehr, ja, ja, oder eben von mir sind schon sehr zäh gewesen. Und jetzt, ja, aber die Saison merke ich jetzt mittlerweile, dass ich mit dem Führer arbeiten bin. Ja. Ich habe ja noch ein Mesto. Ja, 45. war und nachher, weil die Sohle an das Rennen muss aufgeben. Aber dann, ja, Lesche oder Gramontano und Lesche, ja, den Top 35 können binden. Und so merke ich schon, dass ich mit dem Führer arbeiten bin. Und eben, jetzt kommt dann das zur Lehre abgeschlossen und dann, das wird sicher noch ein bisschen einen Boost geben, ja. Ja. Aber, ja, und die Entwicklung geht ja auch noch weiter. Also, ja, du hast noch nicht so viele Trainingsjahre auf einem gewissen Niveau wie andere Athleten. Mit 20. Einer mit 30 hat quasi 10 Jahre lang länger, ja, seriös trainiert, aufgebaut, seinen Körper kennengelernt und alles. Und das sind, ja, vielleicht alles so Sachen, die dann eben noch dazu kommen. Ja. Leger ist nicht vielleicht auch gewesen, Leger und Gramontane, das sind jetzt beides nicht so easy Rennen gewesen. Also die sind ein bisschen technisch gewesen. Weißt du, dass du das ein bisschen entgegenkommst? Alles braucht. Ja. So, jetzt vor allem Leger jetzt doch zwei ziemlich harte Aufstiege. Ja.
die auf der ganzen Runde sehr dominant sind. Aber ja, eben, ich habe sie dort dürfen, ja, wirklich gut zusammengebracht, ein super Rennen können fahren, bin dementsprechend zufrieden gewesen. Und ja, schwierig ist jetzt immer mehr mittlerweile geht es, aber schwierig ist einfach wirklich jetzt, Anfang gesehen, dann müssen wir sagen, gut, ich bin jetzt 45. geworden in allen Meistern, es ist ein gutes Rennen gewesen. Ja, so, das ist das. Oder? Ja, ja. Wir haben eigentlich das Ziel, zum, ja, zum Rennen gewinnen, zum der Beste sein. Ja. Aber es ist schon etwas, wo ich eben, sage jetzt mal, von meiner langfristigen Karriereplanung weiss ich schon, dass wie mein Defizit im Physischen ist. Ich habe, ja, sage jetzt mal, die ganze Velo-Grundschule bis letztes Jahr bin ich beim Urs Graf gewesen, ja. Und habe ja, dort wirklich alles gelernt, was die ganze Technik und ja, sehr viel taktisch und so anbelangt. Und ja, er hat immer so ein bisschen gemeint, eben Technik und das ganze taktisch und sie lieber jetzt in den jungen Jahren lernen, weil das kannst du nachher nur ja. Trainieren kannst du nachher noch ein bisschen. Ja. Und das ist immer so ein bisschen seine Philosophie gewesen. Ja. Ja, eben nach dieser ja, lebe ich oder trainiere ich jetzt noch und jetzt sind wir wirklich. Ist auch immer noch, also du bist bei ihm geblieben, oder? Das Nein, ich jetzt auf das Jahr habe ich jetzt gewechselt. Ja. Aber wir haben immer noch als Nationaltrainer da bei ja. uns im Land und der Austausch ja. noch da. Ja. Und eben so ist sicher die langfristige Karriere ist nicht planen, zum 4x oder 23 Weltmeister werden oder 13 oder 3x, sondern ja. zum nachher. Ja, zum nachher abzocken. Ja, ja. Genau. Ja, ja. Von dem her ist ja das ja eben eine schöne Schule und eben das, was ich vorher auch gemeint habe mit der Geduld. Weil technisch, das sieht man, da bist du sehr vorne dabei. Und das andere, das ist wahrscheinlich auch eine Frage von der Zeit, wo man sich aber Geduld eben selber muss beigestehen muss. Das kann dann noch schwierig sein. Das Umfeld hat, ja, hat was, eben dein neues Umfeld, das kennt ja. Das ja. Team wahrscheinlich auch, wo du drin bist, oder? Ich meine, du bist jetzt im Thymus Akros-Team seit 2 Jahren. Das dritte Jahr. Also jetzt, ja. Und das ist ja ein Team, das eigentlich auch auf das aufgebaut ist. Also es ist ein Nachwuchsteam auch, wo man sich wahrscheinlich mit so Sachen gar nicht gross unterhalten muss, weil das ist einfach klar, dass es so ist. Ja, eben, ich habe jetzt wirklich vom Team her das ganze Vertrauen, so wie ich dort habe, sei es eben vom Marse, vom Teammanager, vom ja. Nachwuchsteam oder auch dann mit der ganzen Zusammenarbeit mit dem Ralf und dem Profiteam und so. Es ist eben zum einen Zusammenarbeit, aber das Vertrauen ist, ja, das ist wirklich super. Es ist wirklich Gold wert und es gibt ja, mir eröffnet eine gewisse Sicherheit, jetzt eben, dass ich weiß, ich kann wieder planen, auf das so weitergehen, dass ich vielleicht noch nicht jetzt brutales Ergebnis oder wie ich meinen Orden einfahren muss und dass ich ja. nicht schon eine Zeit habe, dass ich nicht schon noch im Team sein darf. Und ja, somit habe ich einen langjährigen Vertrag unterschreiben und die Zusammenarbeit ja, so lange können behalten. Ja, dann kannst du ja nicht, wie du gesagt hast, Thymus Akros, Thymus Maxon, wo quasi das Elite-Team, das Nachwuchsteam, das die Parallelen hat, wo man kann. Kann profitieren auch, kein Stress, nichts. Jetzt sind wir da, auch und aus dem Grund, ich bin so ein bisschen, ich habe jetzt, muss ehrlich sagen, mir hat die olympische Geschichte, die olympischen Spiele, mir eigentlich recht lang, das Jahr, ein bisschen angeschissen, mir auch ein bisschen hässlich gemacht, weil es so im Weltcup drin, vielfach, habe ich das Gefühl, die ganze Geschichte ein bisschen verfremdet hat. Das ist eine andere Geschichte. Die schöne Geschichte finde ich dann eben wieder das, wo dir passiert ist. Du darfst gehen an die Olympischen Spiele auf Paris. Eigentlich hätte man es ja sollen checken. Ich habe, als du in Chur bist, bei der Elite gestartet, oder? Also letztes Jahr in Chur habe ich meine erste Elite gefahren. Ja. Elite-Rennen gefahren gegen die, ja. Gegen die jetzt da heute. Ja, ja, genau. Der Peacock, Schurter. Und dann bist du auch immer wieder ein bisschen Amateur-Rennen gefahren? In der Kategorie? Nein, zwar noch Chur, vor Chur habe ich mich entschieden, am Amateur-Master in die Elite aufzusteigen, weil ich die Limite hatte. Ah, okay, gut. Weil das letzte Jahr noch nicht 23 Rennen ja. geht. Nachher bin ich wirklich bis Chur bin ich ja, Rivera, Schaan und mal ein Rennen. An Gränichen bin ich Amateur-Master gefahren. Und nachher habe ich in die Elite aufsteigen, weil ja. ich die Limite hatte. Und ja, dann ist Chur ja. ziemlich in Fuß gepresst. Ja, ja. Easy. Spannend. Ja. Hast du dort schon ein bisschen spekuliert mit dem, dass man muss ja ganz klar sehen, wenn du jetzt ein U23-Rennen fährst, reden wir von um die 70 Minuten. Wenn wir ein Elite-Rennen fahren, dann kann es bis zu 90 Minuten gehen. Weißt dass du, dass du vielleicht das Gefühl hast, im Hinterkopf schon Gedanken, vielleicht wenn wir fast anders anfangen, wollen machen wir es so, im Hinterkopf schon Gedanken hast, dass die Möglichkeit besteht, das könntest du Paris mitfahren. Hast du das denn schon? Nein. Nicht? Nein, das ist wirklich noch überhaupt nicht vor Olympia dabei gewesen, aber ich habe es einfach. Ja, ich habe einfach eine richtig coole Möglichkeit gefunden, ja. Zur Elite aufzusteigen. Ja.
Eben, jetzt Chur ist sicher gerade ziemlich hart gewesen. Ja, gut, das ist auch ein deftiges Rennen. Die sind auch ab. Es also, war ja brutal gewesen, oder? Noch bis auf 80% Regel rausgenommen worden, alles. Aber nein, die Überlegung dort ist sicher nicht das, wegen Olympia gewesen. Das mit okay. Olympia ist das erste Mal erfahren, haben wir dort vor Weihnachten, dass die Wild oder die, ja, dass der Platz beantragt worden ist für mich. Das hat das LOC für dich, also von sich aus einfach gemacht, oder hast du das müssen beantragen, oder? Nein, das hat das Olympische Komitee da im Liechtenstein gemacht. Ja. Es ist eben so, dass sich kein Sportler fix qualifiziert hat und nachher haben sie für mich und für eine andere Athletin so, ja, grundsätzlich ist es eine Wildcard, beantragt und ja, das hat man dann nachher Anfang Juni erfahren. Ja. Hast du davon wirklich nicht gewusst? Ich habe davon nicht gewusst. Ich bin wirklich genau am 8. Juni hatte ich die praktische Prüfung. Ja, also die Lehrabschlussprüfung? Ja, die praktische Lehrabschlussprüfung. Bin ich am Abend zurück und hätte mir Papa können sagen, dass ich da gehen kann. Das ist krass, oder? Und ja, eben ist natürlich etwas, wo man, etwas Riesiges, oder? Ich meine, wenn man anfängt, Velofahren oder so, wo ich jetzt zumindest angefangen habe, da denkst du noch nicht so etwas. Aber irgendwann kommt der Gedanke natürlich mehr und mehr auf. Und wenn du noch jünger bist, sagst du, ja, ich möchte Weltmeister werden. Also. Ja, ja. Und irgendwann kommst du halt näher und wirst besser und besser. Und irgendwann merkst du, dass da ein riesiger, nur vor einem weiten Weg ist, um wirklich mal den Weltmeister zu sein. Ja, in der Kategorie. Ja, ja. Schon und dann noch Olympia, was nochmal weiter drüber ist. Und ja, eben, dass ich jetzt auch die Möglichkeit kriege, ist natürlich etwas Riesiges, oder? Ja, es ist ja so, das ist ja der olympische Gedanke, der dahinter ist auch, dass man die Startplätze, die stehen zur Verfügung, sowieso, die werden eh verteilt, weil das gehört sich einfach so den Olympischen, das ist ja wieder das ganz Schöne, was Olympia dann eben mit sich bringt. Vor allem auch dann, dass eben die Jungs, die dann gehen dürfen. Es ist ja, eben ich habe jetzt gerade schnell noch gelesen gehabt. Der Blick hat einen Bericht gemacht, glaube ich, letzte Woche, ist das gewesen? Ja. Und dann sind die, also Kommentare sind ja eh, glaube ich, es sind etwa die dümmsten, ich glaube, was es gibt, die Kommentare schreiben. Ja. Auf all diesen Plattformen, die meistens eben sowieso keine Ahnung von der ganzen Materie haben. Und dann ist ja eben das aufgebaut worden, ein bisschen, ja, die Schweiz hat nur zwei Startplätze und jetzt darfst du quasi noch gehen. Hast du so Sachen überhaupt gelesen? Nein, das lese ich eigentlich grundsätzlich nicht. Gut. Auf Instagram habe ich schon zwei, drei Leute geschrieben. Ah, die haben dir auch geschrieben auf Instagram? Ja, aber also dort, wo du auf draußen kommst, dass ich von Olympia gehe. Ja. Aber das finde ich auch amüsant. Gut. Die Haters. Sind richtige Haters, gell? Aber, gell, ja, eben wirklich sportlich gesehen, ja, merkt natürlich jeder, der da ein bisschen in dem Game dabei ist, dass das null Sinn macht, das Eingang. Das stimmt. Dass nur zwei Schweizer gehen, aber keiner von den, eben zwei Schweizer jetzt in Liechtensteiner, aber nicht drei Schweizer oder vier Schweizer und vier Franzosen und so. Aber eben mit dem olympischen Gedanken, mit dem System, wie die Plätze oder die Startplätze verteilt oder vergeben werden, ja, ist es jetzt so. Ja. Und eben kann ich ja sagen, glücklich bin ich auf dieser Seite vom Liegebar und habe jetzt den Platz gekriegt, oder? Ja. Und nicht, Eben, das ist der olympische Gedanke, das ist wunderschön, dass das funktioniert. Und das ist ja auch eben nachhaltig, auch wichtig, dass eben die Jungs gehen können. Weißt du, dir ist ja nicht das Ziel, dass du mit 21 oder 22 jetzt aufhörst Mountainbiker, sondern du hast jetzt noch, also drei Olympische Spiele kannst du nachher immer noch locker machen, wenn du bis 48 wieder reinfährst. 48? Ja. Ja, nein. Nochmal ein Zweiter in dem Fall. Ja, genau, der kommt nochmal, der will es nochmal wissen, ja. Wenn der graue Bart mitschleift, dann ist fertig, wenn der Speicher kommt. Also einen starken Bartwuchs hat er nicht. Nein, ich bin eben, das ist eben richtig schön, dass das geht. Und ich glaube, für dich ist es auch noch eine schöne Angelegenheit, weil du bist einer von den wenigen, der mit relativ kleinem Druck von außen gehen kann. Oder man wird sicher, ich kann mir vorstellen, du bist nervös, können wir dann nachher noch darüber reden, das ist eine riesige Geschichte, etwas riesengroßes. Aber du hast jetzt nicht so, weißt du, wenn wir jetzt gleich die Schweizer die zwei anschauen, wenn jetzt der Matt und Nino anschaust, weißt du, der Erwartungsdruck ist riesig. Und bei dir ist er, von dir erwartet niemand, dass du gewinnst. Das ist schon mal gut. Ja, es ist wirklich eben super und super, wie es bis jetzt da, vor allem jetzt hier im Land, wo es am meisten mitkommuniziert worden ist. Sie ist von Anfang an so der Bevölkerung und auch intern im Olympischen Komitee und so mitteilt worden, eben, dass ich dort hergehe, um sicher die Erfahrung zu sammeln für die Zukunft, aber zum am Tag X natürlich ein unglaublich gutes Rennen können zu fahren und dass ich
Bruder vom Militär zurück. Ist er in Reres? Ja. Ja, er hat einen anderen Pass gewählt als du. Genau. Er findet das cool, macht das gerne. Wirklich? Ja. Also du hast den Liechtensteiner Pass und er hat den Schweizer Pass und darum ist er in Reres. Nein, und er hat beide. Du gehst an die Olympischen Spiele und er geht in Reres. Ja, genau. Also. Das ist der Unterschied, je nach Pass, den man hat. Genau, ja. Nein, eben ist wirklich so kommuniziert worden, dass ich nicht dorthin gehe, um eine Medaille zu holen. Oder ja. Dass es nicht möglich sein wird, dass ich dort eine Medaille holen will. Eben, obwohl ich jetzt da, obwohl nur 35 oder 36 am Start sind und ob ich, ja, obwohl ich jetzt Olympia gehen kann, ja, ich bin nicht jetzt plötzlich 20% besser, ja. Während so beim, ja. Eben bei einer Matte vorne mitfahren, oder? Ich glaube, es sollte für jeden klar sein, wenn ich vorher schon nicht, ja, bei den Weltcups vorher vorne mitfahre. Aber, musst du auch weit hinten starten? Ja. Ja, ich war hinten starten. Ja. Aber nein, es ist, ja, eben, der Druck ist sicher nicht da, von Seite Liechtenstein. Ja. Eine gewisse Erwartungen natürlich ja, immer. Ja, sonst gehst du nicht. Aber ja, eben, ja. Sonst würde ich ja gerne gehen. Ja. Wenn du so. Ein Rennen willst, hast du ja immer noch im Hinterkopf drin, vielleicht habe ich genau den Tag X vorne gekesselt, whatever. Ja. Kann alles passieren, oder? Das ist natürlich auch nicht eine ideale Vorbereitung. Wenn man jetzt eben die Leute anschaut, das Jahr ist es eh noch eben wieder extrem, wenn du so Pauline Ferre und Prévost anschaut, hast du meine, die läuft seit 3 Monaten mit einer Maske rum. Ja. Und fährt kaum Rennen, tut sich nur darauf vorbereiten. Auf genau das eine Rennen. Bei den anderen Athleten ist es zum Teil auch so. Die haben jetzt einfach einen Monat lang sich vorbereitet, haben vor einem Jahr schon mal können auf die Strecke gehen können. Das ist bei dir alles nicht passiert. Du bist so, Achtung, fertig, los, jetzt, Olympia, Gang. Ja, schon etwa. Nein, schon noch. Ich bin noch nie auf der Strecke gewesen. Ich bin nicht in einem Höhenlager gewesen. Also der einzige Vorteil, den ich jetzt für mich gesehen habe, dass ich die Lehre abgeschlossen habe. So die psychische Belastung quasi. Ja, die psychische Belastung und so. Die einen haben jetzt einen Effekt, dadurch, dass sie im Höhentrainingslager gewesen und ich hatte jetzt ein bisschen einen Effekt, weil ich noch mehr lebe. So, logisch. Ja, so ja. Oder? Ja, ja. Und, ja. Und etwas Spezielles, Neues und Gross und ja. Eben, grundsätzlich weiss ich ja von früher oder von den letzten Jahren und von dem Jahr, dass ich schnell kann rennen fahren und ja, dass ich schnell sein kann und ja, eben jetzt wirklich ein Höhenlager oder etwas Spezielles haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir einfach zu wenig Zeit dafür hatten, weil es einfach wirklich zu knapp war, um da drauf jetzt einen Plan oder weil wir nicht davon ausgehen können, dass ich diesen Platz kriege. Hast du können profitieren indirekt jetzt? Weißt du, jetzt wie ein Team intern, jetzt ein Matt, der das gleiche Velo fährt wie du, dass man kann, weißt du, irgendwie die Beschaffenheit von dieser Strecke, es gibt ja Videos online, dass man das können anschauen kann und weißt du, dass dort hast du irgendwie Know-how können abzügeln, wo? Ja, dort hat man sicher die ein oder ja, viele Informationen gekriegt, also von denen, die schon auf der Strecke sind. Aber ja, eben materialtechnisch und velotechnisch sind wir jetzt sicher mit dem wirklich schon auf einem super Stand und man nicht da jetzt noch gross etwas umkrempeln. Was ich sicher teamintern profitiert habe, ist, ja, dass ich jetzt schon das neue Velo fahren darf. Wo dein Team sonst noch nicht hat? Ja, genau. Das Atros-Team hat es noch nicht. Also das ist der, wie heisst der? Der neue Light Rider. Ja, genau. Der Light Rider E3, ja. Den ich jetzt schon fahren darf. Und ja, eben, das ist ein verdammt gutes Velo. Merkst du einen Unterschied? Ja, ich merke jetzt wirklich eher einen Unterschied. Ich fühle mich extrem wohl drauf und merke so ein bisschen, dass man sehr, sehr gut an den Sachen geschafft hat, wo man hätte können optimieren auf dem anderen. Und ja, was mir sicher entgegenkommt, ist der mehr Federweg, den man hat. Ja. Jetzt habe ich vorne und hinten 120 und ja. Ja, das kommt einmal meinem Fahrstil entgegen und darum ist wirklich so jetzt super. Aber ich mache eigentlich so aus, jetzt teamintern, ich sage jetzt mal, nicht gross profitieren im Sinne von, dass ich jetzt so irgendwie als jemand anders angelotet werde oder so. Ja. Also jetzt im Atmos-Team meinst du ihn, oder? Ja, jetzt, genau. Oder mit dem Ralf und so, oder also im Ralf im Team, sondern ja, eben, dass ich jetzt so gut kann, aber nachher wieder genau gleich, ja. Ja, also, aber es ist ja cool, jetzt, wie es bis jetzt ist. Gell? Ich meine, die finden es alle ja so cool, dass ich kann gehen und dass ich jetzt da jemand. Ja. Der Loris, mein Teamkollege, wir haben es so gut. Das ist ein riesiger Gaudi. Dann kommt dann schauen und ja, geil. Super. Ja. Eben, du nimmst der Ralf Neff ist dein quasi Betreuer. Ja. Er hat ja auch schon Erfahrung. Also auf alle möglichen Arten an Olympischen Spielen. Ja. Das ist sicher ein Vorteil auch, dass jetzt der so. Weißt du, eine vertraute Person auch ein bisschen mitnehmen oder kannst mitnehmen. Nicht einen, den du nicht kennst, oder? Ja, also jetzt,
also mit dem Ralf habe ich vermutlich die beste Person, die ich jetzt in meiner Situation, ja, in meinem Alter, mit meiner Erfahrung kann, ja, auf Paris mitnehmen. Ja. Weil eben der Ralf weiss, wie es als Fahrer ist. Der Ralf weiss, kennt mich seit Jahren, weiss, wie ich mhm. funktioniere und ticke. Und ja, ja, macht darum garantiert einen super Job. Dann. Ja, ja, und ist auch, weißt du, das ist auch eine Person, die sich dann voll für dich einsetzt. Ja. Und voll für dich dort ist. Ja, und tragt dann alles. Ja. Nein, eben darum ist wirklich, ja, ja, mich-mässig, also eure Delegation wird wahrscheinlich recht klein sein. Du bist der einzige liechtensteinische Athlet, der an diesen Olympischen Sommerspielen in Vaduz auf mich geht. Kommt wahrscheinlich am meisten noch mit, oder? Nehme ich an? Ja, der Felix aus dem Team. Ja. Aus vom Ralf. Gut. Aus dem Team. Und eben auch mit ihm ist super. Ja. Super, oder? Kennen einander auch schon. Die ganze Zeit kennen, die ganze Saison kennen oder schon mehrere Jahre kennen. Und er kennt auch den Göppel, den du fährst. Schon. Ja, genau. Er schraubt immer nur an dem Velo, oder? Ja. Ja, darum ist es wirklich super. Ich bin wirklich sehr froh, dass eben der Ralf dabei als mein Betreuer und der Felix als mich. Ja. Das ist optimal. Heute ist Samstag, es sind noch 9 Tage. Bist du nervöser als von einem anderen drin? Also weißt du jetzt so, oder einfach weil du jetzt auch die Pause hast, hättest du jetzt vielleicht lieber noch, weißt du, so den Alltagstrott gehabt, das Wochenende noch das Rennen und dann, oder? Nein, das Wochenende habe ich jetzt wirklich kein Rennen wollen. Du bist ja froh, dass jetzt mal eine Woche nicht ohne Rennen. Aha. Mal ausschlafen und so. Mal ein bisschen mit anderen Gedanken verwachen. Ja. Und ja, nein, nervös bin ich eigentlich noch nicht. Also das Rennen selber ist ja das Rennen zwischen 80 und 90 Minuten so, oder auf einer Rundstrecke. Und grundsätzlich nichts anderes als raus als Rennen. Aber, ja, weniger aber Zuschauer vielleicht. Nein, ich weiß es nicht. Nein, es werden im Fall anscheinend 15'000 Zuschauer. Ach, wirklich? Gemacht, ja. War voll geil. Also nur so die Olympischen Spiele, sonst sind immer so gewesen, weißt du, dann so ein paar verirrte Nase, weil es irgendwo war. Ja, genau. Bis auf London. London ist, ja, stimmt. Ah, dann wirklich geil. Ja, und eben so das Drumherum wird sicher nicht vergleichbar mit etwas anderem sein. Eben, ich werde Flaggen können tragen bei der Eröffnungsserie. Stimmt, reinlaufen. Wann ist die am Samstag? Am Samstag. Ja. Nein, am Freitag. Am Freitag. Und allein? Am 26. Ja, allein. Musst du nicht teilen? Nein. Ja, ist wirklich, ja. Ja, vielleicht nimmt der Ralf noch Perücke. Ja. Wenn wir keinen brauchen. Müssen wir schauen. Ich weiß schon, muss man mit einer Flagge einlaufen. Ich weiß nicht, ob es das LOC Frauenkleider gemacht hat für euch. Nein, das sind ja Sachen. Das ist so geil. Ja, also, weißt? Das ist nicht. Und so das ist ja das, was mir erst nachher in den Sinn kam, ist, wo ich dann schon wieder. Ja, wo so der erste Rummel gerade ein bisschen vorbei war, dass man Olympia gehen kann. Weil zuerst jetzt eben. Am Abend, da, als ich zurückgekommen bin, im Kaiser bin ich keine Olympia gehen. Und nachher ist am nächsten Tag natürlich nur Olympia gesehen, jetzt mal intern, weil wir noch nicht veröffentlichen durften. Ja. Und nachher ist es nach 2-3 Tagen zum Glück ruhiger geworden. Und dort wird einem dann schon bewusst, dass es wirklich heisst, wenn man jetzt hierher gehen darf. Ja. Dass man jetzt eben, oder wenn man jetzt die Ehre kriegt oder die Aufgabe kriegt, um das Land zu vertreten. Und was dann alles mitkommt. Eben, man kriegt Kleider zuerst einmal, nachher kriegt man, ja, reist man dort an, dann hat man eine Eröffnungszeremonie, dann lebt man im olympischen Dorf. Ja. Es ist, ja, das ist riesig, oder? Das ist natürlich so ein Job. Ja, ja. Das ist schon der next step, den du hast. Und wahrscheinlich kannst du es auch noch eher geniessen, eben aufgrund von dem, dass es, dass eben nicht den Druck hast, von draussen zum, weißt du, wie eben im Tunnel bist, schon seit, dass eben die Eröffnungsfeier mitmachen kannst, dann darfst du noch vorne tragen sein, wenn irgendwas wie am Montag ein Rennen hast, ich kann mir vorstellen, werden nicht ein Haufen am Samstag, weiss ich nicht, ich weiß, eben, von dem her, dort weiss ich nicht, wie es ist bei den anderen. Ja. Aber ich werde es geil finden. Ja. Ich werde es richtig geil finden und ich werde es geniessen und aufsuchen, oder? Ja, ja. Bleibst du nachher noch ein bisschen? Nein, ich gehe am nächsten Tag wieder zurück. Dienstag? Ja. Dienstag wieder heim. Samstag, ja. Sonntag ist das Frauenrennen. Genau. Ja. Und dann am Sonntag. Am Montag sind eure Rennen. Mhm. Wenn du jetzt so weiter schaust, die Saison, meine, eben, das war jetzt so ein Überraschungseffekt gewesen. Wo kommst du, dass das da ist? Dann hast du plötzlich ein anderes Highlight. Aha. Dann ist schon bald Andorra, Weltmeisterschaften. Dann kannst du dann wieder. Ja, darum komme ich dann eben dort nach Olympia gerade zurück oder nach dem Rennen. Ich gehe dann nachher noch ins Höhentrainingslager. Eben, ich wollte sagen, Andorra ist auch hoch oben. Ja. Also, die Rennen sind ja. Andorra, meine Uni ist Dörfli und dann oben dran musst du ja noch fahrst auf den Pass rauf. Mhm. Und dann dort oben fahrst. Ja, du fährst richtig einen Pass und nachher auch mal weiter. Ja, du musst ja links weg. Ja, genau. Ja, ja. Meister Pennen nahm ich oben. Ich war in der WM, wo sie da oben war, bin ich dabei gewesen. Ah, geil. Ja. Und ja, es ist nur eine Strecke auf und ist wirklich hoch. Mhm. Nur schon zum Sturz auflaufen ist es deftig. Dann gehst du dort, dann gehst du ins Trainingslager.
Ja. Ich habe zu Training gesagt, das war wahrscheinlich auch schon geplant. Das war schon geplant, ja. Ja. Ja, genau. Ich gehe dann nachher ins Höhentrainingslager mit dem Loris. Und ja, ich probiere es mal. Ich war noch nie in einem Höhentrainingslager. Mal schauen, ja, was geht. Und eben das, was auf dem Dorf ist, natürlich optimal, oder? Zum es mal probieren, ja, wenn man es verdreht. Hast du vielleicht auch nicht den Effekt oder gleich, weißt du, wenn du im Höhentrainingslager bist und dann gehst du runter, dann hast du wahrscheinlich den Umkehreffekt viel deftiger, als wenn du im Höhentrainingslager bist und du bleibst oben. Ja, eben das eine ist sicher ein Höhentrainingslager, ja, zum, ja, der Effekt mit der roten Blutkörper, ja, aber das andere natürlich zum Wissen, was ist, zum oben Rennen fahren, oder beziehungsweise Intensität oben fahren, ja, und wissen sie, wird zum oben Rennen fahren. Nicht, dass du nach einer halben Runde Sternchen siehst. Ja, der Effekt, ja, passiert. Also, meine, eben, da ist auch noch technisch, ist noch Rauch, es ist noch, ja. Ich freue mich eben sehr aufs Rennen. Ja. Ich freue mich wirklich mega aufs Rennen. Das eine ist eine Höhe. Und das andere, das Wetter kann brutal sein. Letztes Jahr hat es oben geluftet und geregnet, ja, wie ein Hohl. Und es ist, ich weiß noch nicht, vielleicht gerade schon Schnee gehabt. Es ist schon auch eher. Ja, nervt dazu. Das ist immer so Drama drin. Ja, oder? 2000 Meter, ja, oben. Und, oder es kann brutal heiß sein. Und die Strecke ist wirklich super und ja, darum freue ich mich dort schon sehr drauf. Aha. Hast du dort dir schon Ziel gesetzt? Weißt du, jetzt, ich denke mal, jetzt hast du die Intensität wahrscheinlich noch gesteigert, oder? Auf die Olympischen Spiele, dass du dort raus noch einen Effekt kannst nehmen für die WM? Ja, also nach Paris werde ich sicher mal Pause machen zuerst. Ja. Und dann wird's, ja, ein bisschen Pause machen, weil ich jetzt noch, hast ja auch noch ein bisschen Zeit nach der SM und so nicht hatte, oder? Ja. Aber es ist eigentlich noch einen ganzen Monat bis nachher zum WM-Rennen. Ja. Wenn das WM-Rennen, glaube ich, am 1. September. Ja. Und ja, die macht dann nachher Olympia Pause. Und dann, ja, eben dann fange ich nachher dort oben an trainieren in St. Moritz und probiere mich möglichst gut natürlich aufs WM-Rennen vorzubereiten. Ja, also gehst du dort eben mit dem Loris, hast du gesagt, gehst du rauf? Und nachher kommt dann noch die Nazi. Ja, eben, die sind, ja, 20. umeinander, ja, 20. am August. Ja. Ja, genau. Also die Schweizer Nazi. Ja. Wo darfst du quasi Gast sein? Genau, ja. Das ist so. Das ist dort so eine Vereinbarung zwischen dem Liechtensteinischen und dem Schweizer Radverband. Ja. Und ja, ich bin natürlich mega froh, dass es die gibt, weil ich sonst, ja, auch im Land, ja, einer von den Einzigen bin. Und so kann ich mit den Schweizer trainieren. Ja, kann man uns gegenseitig pushen und schneller machen. Gibt es ja auch in anderen Sportarten, dass das so funktioniert. Der bekannteste ist der Tour Skifahren, oder? Wo, ja, wo man immer Weirater hat zum Beispiel, genau, in der Schweizer, ja, ja. Büchse war auch mit den Schweizer Amix unterwegs gewesen. Ja, genau. Ja. Ja. Genau. Ja. Eben, nein, ist wirklich eine super Möglichkeit, dass er das dort machen kann. Mit dem Gusche und dann als Trainer und mit dem, ja, Umfeld. Und ja, ist super. Eben, so sich so gegenseitig weiterzubringen. Und die Konstellation besteht schon seit, ja, eigentlich seit U17 Nazi. Und dass ich dort mit den Schweizer Dörf mitgehe. Und ist nicht, ja, für mich natürlich Gold wert. So hast du das Gute von beiden Seiten. Also Pass von der Seite vom Rhein und Trainingsmöglichkeiten von der anderen Seite vom Rhein. Das ist ja, richtig schön eigentlich, dass das so immer aufgeht. Gut, ich glaube, was haben wir? Ja, wir haben 42 Minuten geplaudert über einen Haufen. Ja, super. Danke vielmals. Danke dir. Finde ich cool, jetzt, dass der nächste Montag. Das ist nochmal ein Grund mehr, zum wirklich. Ja, nein, ich schaue es ja eh. Wie hast du eigentlich. Nur schnell, ich habe irgendwie so ein strenge 3 Wochen hinter mir. Mhm. Weil, nein, eigentlich sind es nicht streng. Ich muss am Abend immer noch die Tour de France anschauen. Ja, das ist ein strenger Moment. Ja, ist es gleich? Ja, am Nachmittag um 4 Uhr musst du immer Fernsehen schauen. Schaust du es live? Ja, meistens schon. Das kriegt man schon auf der App. Ich habe alles. Ich habe WhatsApp gelöscht vom Handy, Insta zu. Dass keine Pop-Ups nicht kommen. Und dann schaffe ich es, vielfach schaffe ich es. Um nicht zu schauen, dann eben Doktor voll drin gewesen. Und jetzt habe ich es wirklich gestern habe ich live geschaut, hat auch geschifft. Ja. Auf die Straße wechseln. Oder weißt, am Anfang haben wir eigentlich angefangen, weil wir da von dem Kriterium hatten. Die Straße ist nie so. Nein. Nein, mehr Gravity-Bereich. Ich gehe jetzt wirklich noch viel Freerider. Ja. Ja. Vom Berg im Bikerberg, den ist halb 40 Minuten von da an. Ja, Uhr, ne? Optimal, geil, zum, ja, dort, ja, zum dort, sich in dem Bereich im Technischen weiterzubringen. Und ich kann dort vor allem eine sehr gute Effizienz im Downhill schaffen, dass ich eben dort wirklich eben das eine ist, ja, dass ich meine Effizienz weiterbringe und dass ich in einem Cross-Country-Rennen so gut wie möglich wieder unerholt ankomme. Genau. Wieder möglichst viel Energie, ja, für den Rufen.
Aber nein, Strassenrennen ist. Ich trainiere schon viel auf dem Rennvelo, aber Strassenrennen ist bis jetzt. Ja, ich habe die Motivation nicht so dran gefunden. Ja. Und darum ist. Ja, dann macht er viel mehr Spaß. Schon mal reizen. Okay. Ja, der Bruder fährt Enduro und ja, ja. Das ist richtig cool, und ja, was man dort so mitkriegt. Und eben, das würde mich darum schon mal reizen. Und ja, ich bin schon sehr lange im Freeride und so immer. Ja, recht früh, als ich dann angefangen habe, Velofahren, sind wir immer wieder in die Bikeparks und so gegangen. Und dann natürlich, was es den Frumser Berg hat, im Frumser Berg. Und also, ja, bin ich dort wirklich reingekommen. Und dann kenne ich dort jetzt ein, zwei mittlerweile, wo zum Beispiel der René Wildhaber, wo... Ja, wo der baut oben den Bikeberg, wo ja, einer von deinen Partner ist. Genau, ja, ja. Und eben mit, ja, dann habe ich mit ihm dort wirklich viel können in Velofahren gehen und so extrem viel können lernen. Nein, dort habe ich wirklich viel Motivation, ja, dran, in, ja, dem Gravity-Bereich. Gut, eben, man merkt, du bist auch einer von diesen so ein New-Schooler Cross-Country-Fahrer. Weißt du, also jetzt nicht böse gemeint, sondern eher positiv. Die, die alles können. Die kannst du auf einem Velo höckeln und sie können alles. Sie können springen, sie können drücken, sie wissen, wie Anlieger fahren, sie können technisch extrem gut, konstant mit dem Wheelie durchs Ziel. Nein, weißt du, und wenn irgendwas vor 10 Jahren angeschaut hast, hey, da hast, wenn du im Weltcup geschaut hast, es gibt immer noch Fahrer, die jetzt im Weltcup fahren, die einfach sagen, ich lerne mal runterfahren. Wo das einfach endlos lang, einfach auch schon wie so auf dem Göppel hocken, wo du denkst, ja, aber du, ja. Wo hast du gelernt Mountainbike? Und das sind, ja. Eben, es ist schon etwas, wo mich, ja, teilweise stört es mich schon ein bisschen. Also, wenn einer ist, der sehr schnell Velo fährt und eben am Rennen muss aber das erste im Ziel sein, ja. Aber eben so bei mir kommt natürlich so ein bisschen. Nur ein bisschen Style-Punkt mal ein bisschen. Style? Bisschen. Ja, voll geil. Und auch Spass? Ja, eben so der Spass und nicht die, die einfach, ja, ins Ziel murksen, schnell sind, geil gewinnen, gut ist. Ich finde eben das mit den ganzen Sprüngen, so, wenn dort Sprünge auf einer Strecke sind, irgendein geiler Whip oder ein No-Hander oder was immer, finde ich einfach geil. Ja, ja, es kommt immer mehr zum guten Glück. Und so. Oh. Oder dass man auf der Gaudi hat, wenn man, ja, Ziel ist, oder, ja, nicht einfach nur die Hand hat, ja, gewonnen, so ein bisschen das Lachen nicht. Und das steckt auch an, der Zuschauer. Und ich glaube, es gibt auch auf den Sport wieder viel ein schönes Bild, so dass, weißt du, so, das bringt so ein bisschen Lockerheit auch ein bisschen rein und ja, die Freude am Sport. Es ist dann nicht, Achtung, fertig, los, sondern man hat Spass auf dem Velo und das ist ja das, wo wegen dem gehen wahrscheinlich die meisten Leute Velo fahren, weil Spass auf dem Velo haben. Es ist, ja, ja, es ist schon. Spielen. Ja, eben, und dann hat natürlich das Ganze auf so Schmieden, wo man sieht, oder wenn wirklich ein Cross-Country-Fahrer geile Sprünge am Zeuge ist oder geile Whips am Machen ist und so, es ist schon geil. Cool. Ich meine, eben so Björn Reilly. Ja, das ist ein geiles Sinn. Ja, 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 ist voll. Das, ja, ist schon so, ja, eine gute Richtung, wie sich so ein bisschen entwickelt. Ja, ja. Eben klar, im Rennen muss man schnell sein, so. Aber wenn jemand so ein bisschen, ja, etwas lieber ist, dann manchmal habe ich das Gefühl, ist es auch noch taktisch. Wenn dann, also das habe ich beim Nino über jetzt gefühlt, als er mit dem, ja, Twicker-Whip angefangen hat. So quasi, hey Magno, ich kann noch. Ja. Und ich habe noch Spass. Weißt du, so, cool. Ja, das sind dann alles so kleine. Ja, ja. Oder mal surfen über etwas, was die anderen. So, ja. Haben wir noch mal 5 Minuten nachgehängt. Danke vielmals. Ja, danke. Hey, viel Spass, nächste Woche, ein schönes Erlebnis. Danke vielmals. Ja. Cool. Nein, ja. Ich zwar kein Liechtenstein-Liebli oder keine Fahne daheim, aber für Gott, Fürst und Vaterland kann ich, glaube ich, auswendig. Hat das was Neues mitgegeben. Danke vielmals. Ja, das war es. Der Dirty Talk mit dem Romano Püntener. Im Gärtchen bei ihm, daheim sind wir hinten rausgehockt. Tipptoppi Sache, oder? Ja, und jetzt Sonntag trennen von den Frauen, Montag trennen von den Männern. Eben mit dem Romano Püntener dabei. Ja, das wird gut. Das wird gut. Irgendwas war es ja gleich auch fast noch ein Race-Preview gewesen, aber es geht nur um den Romano. Danke vielmals, sind ihr dabei gewesen. Der nächste kommt auch. Irgendwas.